Imposante Kathedralen oder schlichte Bauten, mitten in der Stadt oder auf dem platten Land. Heilige Orte zeigen sich auf vielfältige Weise. Sie zu erbauen hat manchmal Jahrhunderte gedauert. Sie zu erhalten ist eine immerwährende Aufgabe. Eines haben sie alle gemeinsam. Sie sind Orte der Stille, Orte des Glaubens, Orte der Gemeinschaft. Und jede Kirche mit ihrer Kirchenkunst hat ihre eigene Geschichte zu erzählen. Der Bildhauer August Schmiemann ist in Münster vorwiegend als Schöpfer des Kiepenkerl-Denkmals und der Landois-Statue bekannt. Doch auch viele sakrale Werke stammen von ihm. Man schätzt, dass über 150 Kirchen mit Altären, Reliefs und heiligen Figuren aus seiner Hand ausgestattet wurden. Viele seiner Werke sind in seiner Heimatstadt zu finden, aber auch im gesamten Münsterland und Ruhrgebiet war er tätig. Selbst in die Pfalz bis nach Holland und Amerika hatte seine Kirchenkunst geschafft. Wo diese außerhalb Münsters zu finden ist, zeige ich in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu meinem vierten Film über den Münsteraner Bildhauer August Schmiemann. Aus Münster in Westfalen stammen viele renommierte Bildhauer im 19. Jahrhundert. Gefördert durch die königliche Regierung brachte die Münstersche Kunstgenossenschaft mit ihrer Mal-, Modellier- und Zeichenschule namhafte Künstler hervor. Überregional bekannte Namen dieser Zeit sind vor allem Fleige, Friedag und Schmiemann, die auch als Lehrer tätig waren, sowie Bolte, Rüller und Haverkamp. Warum stammen so viele Kirchen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts? Die Antwort ist einleuchtend. Zum einen ist es das starke Bevölkerungswachstum in dieser Zeit, verbunden mit der Enge alter Gotteshäuser, welches die Kirchen zur Expansion bewegte. Der zweite Grund liegt im sogenannten Kulturkampf zwischen dem immer stärker werdenden preußischen Staat und der Kirche. Als Ausdruck katholischen Selbstbewusstseins wurden große Kirchen errichtet, häufig mit prächtiger Ausstattung im neogotischen Stil. Einige Beispiele zeige ich in diesem Video. Ich stehe hier in Edenkoben, einer Stadt im Kreis Südliche Weinstraße im Süden von Rheinland-Pfalz. 1890 wurde damals die neue Kirche St. Ludwig eingeweiht, die man hier im Hintergrund sehen kann. Sie ist im Stil der rheinischen Gotik erbaut worden und hat in bemerkenswerter Vollständigkeit ihre ursprüngliche Ausstattung behalten. Von August Schmiemann wurden die großen Statuen der 12 Apostel an den Pfeilern der Kirche geschaffen. Aus seinem Atelier kam das Triumphkreuz im Scheitel des Chorbogens sowie die Statuen des Altars, St. Josef, St. Georg und St. Clara. Die qualitätvollste Schöpfung aus seiner Hand sind in Edenkoben jedoch die 14 geschnitzten Kreuzwegstationen. Hier sind dramatische Handlungen in unmittelbarer Wirkung sehr direkt umgesetzt. Schmiemann hat antikisierende Haltungen und Gesten mit Gewandformen, wie sie in der Spätgotik üblich waren, verknüpft. Aus dem italienischen Formenschatz, der von Donatello bis Michelangelo reicht, werden Zitate bei einzelnen Figuren zu einem bewegten Szenarium verschmolzen, wie die Kreuzaufnahme oder der Fall Christi unter dem Kreuz deutlich machen können. An der Kanzel, die Bildhauer Wilhelm Bolte aus Münster fertigte, fehlt heute der Schalldeckel. Die Figuren der vier abendländischen Kirchenväter Ambrosius, Augustinus, Hieronymus und Papst Gregor hat Schmiemann gehauen. Damit ergeben die Ausstattungsstücke im Innern der Kirche ein für die Frömmigkeitsentfaltung und Heiligenverehrung der Gläubigen im 19. Jahrhundert beispielhaftes und geschlossenes Programm. Es war für mich eine große Überraschung und Freude, als ich in alten Aufzeichnungen des Westfälischen Provinzialvereins Münster davon las, dass August Schmiemann auch Heiligenfiguren und Kreuzwegstationen für eine Kirche in der Nähe von Chicago geschaffen hat. Google hilft, und so fand ich heraus, dass der in Deutschland geborene amerikanische Architekt Adolphus Druiding im Jahr 1896 den Grundstein für den Neubau der St. Benedict Church in Terre Haute legte.
Er beauftragte den Münsteraner Bildhauer August Schmiemann, die Statuen der imposant ausgestatteten Kirche zu schaffen. Am 18. Juni 1899 wurde die Kirche offiziell eingeweiht. Per E-Mail konnte ich Kontakt zur amerikanischen Gemeinde aufnehmen. Bruce Vasquez, seit über 72 Jahren Mitglied von St. Benedict und Vorsitzender der Archivabteilung, teilte mir weitere Details mit. So gehören zu den Arbeiten Schmiemanns unter anderem die 14 Kreuzwegstationen, eine lebensgroße Herz-Jesu-Statue und die 9 Fuß hohe Statue des heiligen Benedikt draußen über den Eingangstüren. Von Schmiemann stammt auch die Pieta, eine detailgetreue Replik der weltberühmten Marmorstatue von Michelangelo und Prunkstück der Kirche. Zur Geschichte von St. Benedict gehört leider auch der traurige Abschnitt, dass die Kirche durch ein verheerendes Feuer 1930 bis auf die Grundmauern abbrannte. Dank großzügiger Spenden konnte das Gotteshaus innerhalb kürzester Zeit wieder aufgebaut werden. Vielleicht habe ich irgendwann selbst die Möglichkeit, St. Benedict zu besuchen. Ich bin auf dem Weg nach Dinklage im Oldenburger Münsterland zur Kirche St. Katharina. Dank dem Zeitungsportal Zeit.nrw, welches historische Zeitungen digital und mit OCR-Texterkennung bereitstellt, habe ich einen Artikel im Münsterischen Anzeiger vom 4. April 1898 gefunden. Darin steht, dass die Pfarrkirche St. Katharina in Dinklage eine neue, imposante Kanzel aus Sandstein erhalten hat. Diese wurde 1897 bei den Architekten Kersting und Wenking aus Münster zum Preis von 4.700 Mark in Auftrag gegeben. Die Figuren und Reliefs an der Kanzel stammen von August Schmiemann. Das historische Foto hat mir freundlicherweise das Stadtarchiv Dinklage zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Im Zuge der Kirchenumgestaltung im Rahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils wurde vor rund 60 Jahren die Kanzel entfernt. Die Figuren und Bildtafeln blieben aber erhalten. Die Figuren, welche die 4 Evangelisten zeigen, sind heute in der links vom Altarraum befindlichen Clemens-August-Kapelle neben der Reliquie von Kardinal von Galen angebracht. Auf der Suche nach den Werken Schmiemanns bin ich auch im nordwestlichen Ruhrgebiet fündig geworden. Hier in der Pfarre der Heiligen Familie in Grafenwald, einem Stadtteil des Bottroper Stadtbezirks Kirchhellen, steht ein altes Taufbecken, welches im Zuge des Kirchenbaus der alten Kirche 1898 von August Schmiemann geschaffen wurde. Aufgrund von Weltkriegsschäden und einem starken Bevölkerungswachstum begann man Ende der 1960er Jahre mit den Planungen eines Neubaus für die Kirchengemeinde. 1970/71 wurde neben der alten Kirche die heutige neue Kirche gebaut. Das Taufbecken aus Sandstein stand viele Jahre lang ungeschützt in der Ruine der alten Kirche, die 1972 abgebrochen wurde. Die Grundmauern sind heute noch zu sehen. 2008 wurde der Taufstein dank vieler Spenden fachmännisch restauriert und seinem ursprünglichen Nutzen zugeführt. Ehemals stand auf der Spitze einer turmartigen Holzabdeckung eine geschnitzte Figur des heiligen Johannes des Täufers. Die Abdeckung ist, ebenso wie der vom Bildhauer Schmiemann geschaffene Altar und die Kommunionbank, heute leider nicht mehr vorhanden. Fahrrad bin ich in Redebrügge angekommen. Redebrügge liegt irgendwo auf halber Strecke zwischen Borken und Bocholt. Und ich habe in alten Aufzeichnungen von August Schmiemann den Hinweis gefunden, dass für diese Kirche St. Marien, die man hier im Hintergrund sieht, er um die Jahrhundertwende ein Triumphkreuz geschaffen hat. Und auf die Suche mache ich mich jetzt und schaue mal, ob ich dieses Triumphkreuz finde. Am 28. September 1910 schrieb August Schmiemann an den Pfarrer Heinrichs, dass ein neues Triumphkreuz für die Kirche in Redebrügge geliefert wird. Ganz oben im Giebel befindet sich das Kruzifix, das den Triumph des auferstandenen Christus über den Tod symbolisiert. Wie meist üblich sind Jesus zwei Personen beigestellt,
Diese befinden sich jeweils auf einer Blattkonsole. Die Gruppe ist aus Baumberger Sandstein gefertigt und sieht nach über 110 Jahren noch gut erhalten aus. Meine Recherchen führen mich auch in die Nachbargemeinde in Billerbeck. Wie ich durch Zufall dem ausgelegten Kirchenführer entnehmen konnte, stammt der Figurenschmuck im Chorraum von St. Ludgerus von den Münsteraner Bildhauern August Schmiemann und Anton Rüller. Der vom Architekten Wilhelm Rinklage geplante Kirchenbau wurde 1898 fertiggestellt. Mit den bis zu 100 Meter aufragenden Türmen präsentiert sich St. Ludgerus als imposantes Bauwerk am Markt in unmittelbarer Nähe des ebenfalls im Stil der Neogotik erbauten Rathauses. Bei ihrer Einweihung bezeichnete der Münsteraner Bischof Dingelstaat das Bauwerk als eine bedeutende Kirche, die sich auch ohne Bischofssitz mit vollem Recht Ludgerusdom nennen könne. Der heilige Ludgerus spielt auch zum Abschluss meines Films eine tragende Rolle und führt mich aus Billerbeck zurück nach Münster. Zum Domschatz in Münster gehört die Reliquienstatue des heiligen Ludger. Einem Artikel des Münsterischen Anzeigers aus dem Jahr 1909 ist zu entnehmen, dass die Statue vom Bildhauer August Schmiemann 1880 entworfen und vom Goldschmied Rasmus Bruhn ebenfalls aus Münster angefertigt wurde. Die 101 cm hohe versilberte Statue ist teilvergoldet und reich verziert. Sie steht aktuell in der von Galenkapelle im Paulusdom. Mit diesem wunderschönen Kunstwerk möchte ich meinen Film über die Kirchenkunst beschließen. Über einen Daumen hoch und ein Abo meines Kanals würde ich mich sehr freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.